Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem Freeware Add-on Nearspec am Niederrhein und fahren heute die Hintour der Linie 21 und zwar hier vom Hauptbahnhof zum Woltersweg. Ja, und das Ganze machen wir auch weiterhin immer noch mit dem Gelenkzug, mit dem U530G, mit dem Citaro erste Generation, der genauer genommen aus dem Soundpaket von Morphy stammt, und zwar in der Version 5.1. Das gute Stück hat knapp 300 PS als Euro 3 Motor im Heck und daran angeschnallt ein ZF Automatikschaltgetriebe. So, und ich würde mal sagen, wir schwingen uns mal in das gute Stück und fahren zum Startplatz vor und dann erzähle ich euch noch eine Kleinigkeit, bevor es richtig losgeht. Also, einmal anmachen. Ach, Vorratsdruck braucht man natürlich auch wieder mal. Na, dann lassen wir dich mal ganz kurz noch blasen. In der Zwischenzeit mache ich mir mal noch die Pfeile an. Wir müssen zum Steig 4 fahren und haben noch ein wenig Zeit. Abfahrt ist um 10.19 Uhr bzw. um 10.20 Uhr. Ich habe noch ein bisschen früh die Zeit eingestellt. Was steht denn eigentlich hier auf den Fahrplan? Das würde mich doch mal interessieren. Okay, 145, das passt irgendwie gar nicht, aber das ist jetzt auch erstmal nicht so wild. So, ich hoffe mal, das Luft- oder die Luftprobleme sind bald behoben. Ich lade schon mal rein. Okay, er löst schon mal. Dann gucken wir doch mal ganz schick, ob hier noch ein Kollege kommt. Nee, der steht noch. So, und ich fahre jetzt hier mal schön gemütlich raus, ohne da hinten den Bordstein zu erwischen. So, und was fällt euch auf? Jawohl, es ruckelt nicht mehr ganz so schlimm wie am Ende des Rücktour-Videos der 20S. Ja, was habe ich gemacht? Ach, ich fahre jetzt einfach erst einmal vor und lade die Leute ein, dann erzähle ich euch das. So, schön mit Spiegel arbeiten. Das passt. So, Steig 4. Das ist ziemlich weit davon. Beziehungsweise, da steht sogar noch jemand. Steig 3. So, dann hoffe ich doch mal, der Steig 4 wird auch gleich leer. Notfalls müssen wir uns noch einen Augenblick davor gedulden, bis der Kollege weg ist. Dann mache ich das einfach mal. Der sollte gleich wegfahren. Ach, gucke an, siehst du? Ich sah es doch, dass er wegfährt und dann passiert das auch. So, dann können wir jetzt richtig schön ranfahren hier. So. Ich würde mal sagen, genau so bleiben wir stehen. So, dann gehe ich nochmal ganz kurz raus mit euch. Ja, was habe ich gemacht? Vielleicht fällt es ja schon auf. Ich habe die Schatten abschalten müssen am Ende. Im Endeffekt haben wirklich nur das Abschalten der Schatten richtig Frames gebracht, weil hier ist richtig was los. Hier fahren viele Citaros rum, hier fahren ebenfalls Setras rum, hier fahren auch immer ein Stadtbusse rum. Es fahren also nicht nur Mercedes-Benz, sowohl erste Generation als auch Facelift fährt hier rum. Entsprechend ist hier ordentlich KI-Verkehr, entsprechend. Ja, kann man nur sagen, wollen immer wieder Leute eingestiegen werden und das ist wirklich ein, kann schon fast sagen, Performance-Killer. Ich ziehe mal auch noch ein Stück vor. Ich habe so den Eindruck nicht, dass der Kollege da hinten mir noch reinfährt. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit. So, muss ich bloß beim Rausfahren besser aufpassen. Und im Endeffekt, was habe ich getan? Ich habe als erstes getan, habe ich von der Version 5 bin ich wieder einen Schritt zurückgegangen beim Citaro erste Generation von Morphy. Und zwar habe ich ja auch noch die Version, ich bin mir jetzt nicht sicher, die Version 4.4 oder sogar die Version 4.5 auf der Platte liegen. Und habe erstmal auf denen umgestellt, auch die Repaints hin und her kopiert, dass es alles funktioniert. Das hat auch nicht wirklich Performance gebracht. Ein klein wenig mehr Performance hatte ich schon, nur durch diesen Rückschritt, ja.
Aber im Endeffekt, wie ich dann die Schatten weggeschalten habe, dann war es wirklich richtig gut. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann fährst du weiterhin mit der Version 5, auch in der KI. Also nicht nur ich selber als Spieler mit der Version 5, sondern auch die KI fährt in der Version 5. Und die Schatten abgeschaltet und jetzt seht ihr ja im Teil, dass die Performance ist zwar trotzdem noch bei ungefähr 25 Bilder hier am Hauptbahnhof. Den Rest der Karte wird es wahrscheinlich deutlich besser sein. Aber okay, so. Jetzt würde ich aber einfach mal sagen, ich drehe mal ein klein wenig an der Uhr, weil sonst blockiere ich hier noch mehr Kollegen. Was hatte ich gesagt? 19 ist Abfahrt. Ich stelle jetzt mal bis 18 vor, da sind nämlich auch die Kollegen dort hinten weg und dann gehe ich auch wirklich mal rein in der Hoffnung, es kommt vielleicht doch noch jemand, der mit uns mitfahren möchte. Jetzt muss ich aber auch mal gucken, stehen wir noch richtig? Ach, der hat schon wieder viel zu weit vorgeschalten. Hauptbahnhof, Pause, nee, ist nicht richtig. So, es ist richtig, so. Jetzt stimmt das auch, jetzt stimmt auch vorne die Anzeige. So, dann würde ich einfach mal sagen, es kommt niemand. Dann machen wir die Türe zu und dann legen wir jetzt endlich los, nachdem ich fast über 6 Minuten hier rumgelabert habe und euch ein bisschen was erzählt habe. So, Ausfahrt 21, wieder da raus. Da würde ich aber sagen, wir fahren das gleich mal so ein bisschen schräger an hier. Und dann hoffen wir mal, dass wir ein Signal bekommen. Da ist es da. Und dann fahren wir jetzt schön raus hier. Ja, es ist ein bisschen schade, dass ich die Schatten abschalten muss, aber okay. Ich denke, das ist eine Sache, mit der ich leben kann und sollte. Und dann schauen wir mal weiter. So, ich hoffe, hier möchte noch jemand mit. Irgendwie fahre ich hier ganz alleine. Aber ich stehe doch auch hier dran, ne? War das richtig, dass ich hier dran stehe? Stollwerk Neuweide, genau, da fahren wir hin. Zwar erst in 2 Minuten, beziehungsweise in 1 Minute. Alles schick. Gut, dann springe ich wieder rein und wenn hier niemand mit möchte, ich warte mal ab die Zeit. Wie viel haben wir denn noch? Ja, 1:30. Ich warte mal ein klein wenig noch ab, dass wir nicht wirklich so verfrüht losfahren. Ich bin bestimmt jetzt auch am Hauptbahnhof zu zeitig losgefahren. Naja, fahren wir mal gemütlich. So, im Endeffekt ist das jetzt der Linienweg, den wir schon als Betriebsfahrt bis zum Hauptbahnhof hingelegt haben. Nur, dass wir diesmal auch wirklich an allen Haltestellen unterwegs halten werden. Und auch jeden Schlenker mitmachen, den ich ja nicht tun wollte. Aber jetzt machen wir es auf jeden Fall. So, und jetzt folgen wir mal dem Linienweg. Und dann hoffe ich doch, dass doch mal jemand mit uns noch mit möchte hier. Ich will nicht die ganze Zeit alleine fahren, bitte. Ich habe doch aber richtig geschildert, oder? Stollwerk. Stollwerk Neuweide. Steht dran. Gut. Dann fahren wir mal gemütlich weiter. So, und jetzt müssen wir geradeaus weiter und nicht rechts abbiegen. Ich bleibe aber mal auf der Spur.
Es will keiner mit. Naja gut, dann fahren wir es eben halt leer. Notfalls die Strecke. Finde ich ein bisschen schade, aber ich habe genau das geschildert, was ich schildern soll. 21.01. Gucken wir doch mal auch auf die Linienliste. 21.01 Richtung Stahlwerk. Ist alles richtig. Gut. Wir sind bloß ein klein wenig zu früh. Ich warte das jetzt einfach mal ab. Licht haben wir auch im Bus. Ja, nur will niemand mitfahren. Okay. Habe ich eigentlich einen Retarderhebel? Den habe ich. Dann werde ich den doch auch benutzen. So, wir können ja mal spaßenshalber gucken, was wir an Bildern haben hier. Naja, wir haben zwar bloß 30 Bilder, aber doch auf jeden Fall besser. Echt niemand mit. Na gut, wir haben ja ein bisschen Zeit, dann schildere ich einfach nochmal. So. Zack. Hauptbahnhof sind wir natürlich jetzt schon durch. Stahlwerk Neuenweide steht hier. Ich schildere mal um. Mal sehen, ob es besser wird. Die 2. So. Steht auch entsprechend draußen dran. Ihr wollt einfach bloß nicht mit. Wie heißt die Haltestelle, wo wir sind? Sehe ich natürlich nicht. Städtener Straße ist es. Gut. Dann schalten wir mal bis dahin vor. Da sind wir. 10.26 Uhr müssen wir abfahren. Schade, ihr wollt echt nicht mit. Dann steht entweder was Falsches dran oder ich habe was Falsches geschildert. Es steht aber Ziel. Ja, steht aber so dran. Ich hoffe mal, das passt alles so, wie ich es geschildert habe. So, Abfahrt.
So, ich kann ja nochmal auf den Fahrplan gucken, ob ich irgendwas hätte anders schildern sollen. Aber hier steht auch Stahlwerk Neuweide. Stahlwerk Neuweide Ankunft. Gut, dass da natürlich vorne was irgendwas anderes dran steht als Stahlwerk Neuweide. Okay. So, man kann es ja höchstens mal noch probieren über das entsprechende andere Menü. So, gucken wir doch mal. Gibt es da entsprechenden Eintrag mit Sicherheit? Hier steht was von Woltersweg. Hier steht was von Stahlwerk Neuweide. Warum steht denn da Woltersweg? Dann probieren wir es doch mal mit Stahlwerk Neuweide. Tja. Auch das bringt uns nichts. Ziel der 21 GEW, was auch immer das heißen soll. Vielleicht ist auch wirklich hier was verkehrt. Gut, dann fahre ich jetzt einfach mal so weiter in der Hoffnung. Was war denn das jetzt? Nee, ich wollte hier hin und ich wollte das ausmachen und Türe zu. So, und jetzt muss ich mir bestimmt erstmal eine Anforderung holen. Jawohl. So, jetzt aber ich. Danke. Ich würde mal sagen, ich muss bestimmt die Spur verlassen hier. Möglicherweise endet die auch da vorne. Jawohl. Ne, ich habe doch grün gehabt, hä? War das noch nicht so? Ja. So, einmal auf die Hochstraße, beziehungsweise auf den auf die Autobahn natürlich. Jawohl. Dann einmal raus mit uns.
Ihr werdet langsam, das gefällt mir nicht. Dann werde ich auch mal langsam. So, wenn ich das richtig deute, müssen wir abbiegen. Was war denn das schon wieder? Wieder gegen irgendwas gefahren. Aber ich habe doch gar nichts gesehen da hinten. Da ist nichts zu sehen. Absolut nichts zu sehen. Möglicherweise imaginär irgendwas. So Leute, kommt rum hier. Bei der Trambahn scheint mir auch irgendeine Textur zu fehlen, habe ich so den Eindruck. Schade, ich weiß aber nicht welche. Ich muss noch mal einen Kartenprüfer drüber laufen lassen, was der mir sagt. So, möchte vielleicht hier jemand mitfahren? Leute. Na gut, während wir hier warten, versuche ich nochmal was einzustellen. Ich hatte ja auch den Woltersweg gelesen. Wo ist er denn? Woltersweg. Zack. Vielleicht wollen die ja mit. Aber hier ändert sich auch nichts an der Anzeige. Ne, die wollen einfach nicht mit. Schade. Dann steht bestimmt irgendetwas Verkehrtes an meinem Bus. So, dann tun wir nochmal... Oh, wir haben sogar auch Verspätung. Das ist aber schön. So, einmal nochmal frisch machen. Wir stehen Niederrheinstraße. So. Und dann geht's weiter. Wenn ihr nicht wollt, dann fahre ich jetzt so weiter. Och, da wird's auch noch rot. Passt. So, und ihr wollt weiterhin nicht mit. Das finde ich sehr schade, dass ihr mit mir nicht mitfahren wollt. Ja, wirklich schade finde ich das. Ah, ich gucke dann mal, wenn ich durch bin, in die Hofdatei. Möglicherweise klappt hier auch irgendwas mit der Route nicht. Und wie gesagt, nach den Texturen von den Tramschienen, da muss ich auch mal schauen.
Aber ich probiere es trotzdem an jeder Haltestelle. Vielleicht möchte ja doch jemand zusteigen. Nee, noch nicht. Na, dann fahre ich jetzt weiter. Jetzt habe ich nämlich Verspätung, 2 Minuten. Vorhin hatte ich Verfrühung, jetzt habe ich Verspätung. Naja, dann ist es so. Dass wir hier vernünftig reinkommen. Genau das meine ich nämlich da hinten. War ein bisschen eng. Na, die wollen nicht mit, aber trotzdem mal kurz stehen bleiben. Okay. Die haben Stoppschild. Und da kommt gerade nichts, dann können wir auch schön rum. Dieselstraße. Da kommt der Kollege, den lassen wir doch erstmal rein. Hallöchen. Da fährt auch niemand mit. So, dann kommt, ich muss nämlich mal hier durch den Kreisverkehr. So, dann schauen wir doch mal, dass wir das hinkriegen. Einmal bis schön rein, dann rum. Du musst fahren. Ansonsten komme ich hier nicht rum. So, schön einlenken. Dann blinke ich doch schön mal. Na, das sieht doch ganz gut aus. Halt, die Richtung muss ich gucken. Jawohl, passt. Und dann da vorne nach rechts raus. Das wissen wir jetzt mittlerweile schon vom Betriebsfahrtsvideo. Oh, wir hätten sogar grün. Das ist sehr schön. Dann nutzen wir das doch auch. Die wollen nicht. Rauschen wir gleich durch. So, und jetzt müssen wir geradeaus. Wird sogar grün für uns. Sehr schön, danke.
Oberhofstraße. Na, da haben wir es auch fast geschafft, laut Kasse. Oh, LKW neben mir, den lasse ich da erstmal durchrauschen. Ja, recht ist dann nicht mehr so gefährlich. So, jetzt sollten wir auch, ach, jetzt kommen wir auch richtig rum hier. Das passt doch. Schön ausgehöhlt hier alles. Perfekt. So muss das sein. Jawohl. Halt, hier müssen wir aufpassen. Da kommt aber nichts. Dann dürfen wir durch. Die wollen einfach nicht. Dann fahren wir weiter. So, und dann dürfen wir auch gleich das Ziel erreicht haben. Ansagen kommen auch irgendwie nicht alle. Muss ich auch mal gucken. Von da ist frei, von da nicht. So, der ist jetzt aber rum und jetzt können wir auch. Du wartest extra für mich, das finde ich sehr schön und danke. Jetzt muss ich mal gucken. Da sehe ich eine Haltestelle, dann fahren wir auch da hin. Und hier steht sogar noch ein Kollege. Mit dem scheint aber jemand mitfahren zu wollen. So, da haben wir es geschafft. 2 Minuten 55 haben wir zum Schluss Verspätung gehabt. So, dann machen wir jetzt erstmal das gute Stück an der Stelle aus. Aha, die Rückfahrt scheint dann zu funktionieren und die erfolgt in einer Viertelstunde. Um 11 Uhr 3 fahren wir wieder los. Gut, dann haben wir ja richtig Zeit bis dahin. So, dann gehe ich nämlich raus und dann sage ich, ja, das war jetzt eine sehr ruhige, nämlich leere Fahrt der Linie 21, die Hintour vom Hauptbahnhof hierher bis zum Stahlwerk Neuweide heißt das, ne? Stahlwerk Neuweide, wo haben wir es stehen? Stahlwerk Neuweide. Eigentlich, der Kollege hat es bestimmt auch dran stehen, Woltersweg. Also irgendwie klappt da was nicht, da werde ich gleich mal in die Hofdatei schauen, jetzt offline. Und dann schaue ich auch mal mit dem Kartenprüfer bzw. mit MapTools, welche Textur mir eventuell fehlen könnte und versuche das wieder herzustellen. So, ich hoffe, es hat dennoch gefallen, auch wenn es eigentlich ziemlich langweilig war. Und hoffe, dass ihr dann auch im nächsten Video, wenn wir die Rücktour fahren werden, wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.